herzlich willkommen zum zweiten Video in meiner kleinen Videobuchrezensionsreihe zum Thema D-Day oder Bücher über den D-Day. Wie ich bereits im letzten Video erzählt habe, bin ich hier mehrere Jahre lang als Mitarbeiter und Teilnehmer in einem sogenannten Workcamp des Volksbunds Deutsche Kriegsfürsorge in der Normandie mitgefahren, in Saint-Dizier-de-Vézieux. Dort haben wir einen deutschen Soldatenfriedhof gepflegt mit einem internationalen Team aus freiwilligen Jugendlichen zusammen und haben viele Tätigkeiten oder Veranstaltungen mit Ziel der Versöhnung über den Gräbern, so das Motto des Volksbundes, unternommen. Zu dieser Zeit habe ich mir dann irgendwann den Hut aufgesetzt, dass ich die historische Bildung in diesem Lager übernehmen wollte oder in diesem Jugendlager übernehmen wollte. Da gab es immer einen Termin dafür, wo das gemacht wurde, und deswegen habe ich eine Reihe von Büchern gelesen. Unter anderem eben auch das Buch, über das ich heute sprechen möchte, nämlich Der längste Tag von Cornelius Ryan. Von ursprünglich erschienen 1954 im Englischen, ist seitdem in unzählige Sprachen übersetzt worden, und ich habe auch eine spätere deutsche Version hier vor mir und gelesen damals. Da war mein Englisch auch noch nicht so gut, das ist schon eine Weile her. Der längste Tag ist, denke ich, ein ganz interessantes Buch über den D-Day, und es beschäftigt sich auch wirklich nur mit dem D-Day, also wirklich nur dem 6. Juni bzw. dem 5. der Nacht vom 5. auf den 6. Juni und dem 6. Juni selber, nur den D-Day also, weil es sich hier nicht um eine einfache geschichtliche Erzählung dieses Tages handelt, sondern der Autor über 3000 Interviews geführt hat mit Veteranen, mit Menschen, die in der Normandie gelebt haben, mit anderen, die bei der Vorbereitung des D-Days zum Beispiel in England mitgeholfen haben, also vielen verschiedenen Leuten. Er hat diese Geschichten dann genommen und hat die wichtigsten, was heißt die wichtigsten, hat eine Auswahl getroffen und dann diese Anekdoten, diese Geschichten dieser Menschen, wie sie den D-Day erlebt haben, in der Nacht, am Tag, dann hier zusammengeschrieben und hier auf Papier gebracht. Und hat damit, ist schon sehr früh, also 1954, als ja die meisten hier Archive noch geschlossen waren, als viele Dokumente noch lange nicht freigegeben waren, eine erste Erzählung des D-Day geschaffen, die sich auch sehr weit getragen hat. Zum Beispiel ja auch vielen Menschen bekannt, der Film Der längste Tag, der dann herausgekommen ist, später ein großes Werk, kann man auch seine eigene Rezension zu machen, ein toller Film, den ich auch als Kind und Jugendlicher mehrmals gesehen habe, der läuft immer spät im Fernsehen abends, wunderbar. Auf jeden Fall längster Tag, eines der ersten Bücher hier zum D-Day, und ich finde auch immer noch eines der Standardwerke in dem Sinn, dass wenn man nicht eine trockene Geschichte des D-Day will, wenn man jetzt nicht einfach eine Operationsgeschichte haben will von die Einheit ist und die Uhrzeit dort an Land gegangen und hat das und das gemacht, sondern anhand wirklich der Geschichten von zum Beispiel falschen Jägern, die dann vom Himmel fallen und an einem Kirchturm hängen bleiben, hören möchte, oder wie es die Menschen in der Normandie erlebt haben, ihre Geschichten, wen sie gesehen haben, was passiert ist, was auch Schreckliches passiert ist. Also die menschliche Seite und nicht das reine operationstechnische. Dann ist dieses Buch richtig gut für einen. Dann kann man sich dann einen ersten Überblick verschaffen, man kann sich reinfühlen in das Thema, man kann, ohne vielleicht auch ein ganz dickes Buch lesen zu müssen, das ist relativ dünn, 380 Seiten, liest sich aber sehr gut, dann einfach diesen Einstieg finden in das Thema, und wenn man dann möchte, kann man sich ja immer noch weiter informieren über andere Themen. Ich denke, das Buch ist auch gut geeignet zum Beispiel als Begleiter für eine Reise in die Normandie, wenn man sagt, hey, ich möchte mal in diese Gegend reisen, mir das anschauen, vielleicht auch im Sommerurlaub, einfach mal auf dem Weg in den Süden von Frankreich dort vorbeifahren, dann kann man das hier gut nehmen als Begleiter vielleicht auch für Besucher an den einzelnen Schauplätzen. Insgesamt würde ich sagen, dass das Buch sehr gelungen ist, es lässt sich gut lesen, es gibt ein gutes Level an Informationen und ist, denke ich, daher gut als erster Einstieg in dieses Thema geeignet. Wobei man natürlich vorsichtig sein muss, das Buch ist sehr früh rausgekommen, wie gesagt 1954, wo viele Dokumente noch nicht veröffentlicht waren und wo viele Erkenntnisse, neuere Erkenntnisse natürlich nicht eingearbeitet sind und vielleicht auch manches, was der ein oder andere Veteran erzählt hat, ein bisschen zu kritiklos übernommen wurde, was man heute vielleicht sagt, ist das wirklich so passiert, kann man vielleicht nicht im Einzelnen bei manchen Sachen sagen. Ich hoffe, Ihnen hat diese kleine kurze Rezension von einem auch etwas kürzeren Buch und etwas bekannteren Buch gefallen. Ich danke Ihnen, wenn Sie bis hier gekommen sind und mir zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.